So, hallo und herzlich willkommen. Heute ein neues Video zu Escape from Tarkov. Und zwar geht es heute um den Fliehmarkt. Und ja, jeder kennt es, denke ich, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt auf Laborkarte gehen möchte. Hier gibt es 990.000, das wäre jetzt nicht so krass. Ihr habt hier Angebote, die relativ günstig sind. Klar könnt ihr viel ausgeben, 205.000 Rubel, aber ich denke, jeder will da immer ein bisschen sparen. Und das zieht sich ja durch den ganzen Fliehmarkt. Also jetzt nicht nur die Laborkarten, sondern alles andere, was eben auch etwas wichtiger ist oder Questgegenstände, die dann günstiger drin sind. Aber ihr wundert euch immer, okay, hey, ich habe nicht mal die Chance, eine Chance, das Item zu bekommen, dann zu dem günstigen Preis. Irgendwelche Skripte oder sonst irgendwas. Ich habe jetzt ein Video gesehen, das Video werde ich euch auch in die Videobeschreibung reinposten. Da geht es drum, um das eigentliche Problem, was glaube ich hier ist. Also können Sie mal probieren, 108, ja, okay, verkauft. Hier gab es so eins für 150.000, da warten noch vielleicht 40 Sekunden. Also was das eigentliche Problem ist, dass man hier die Käufe nicht tätigen kann. Ich habe mir das Video dann angeschaut. Als erstes ganz wichtig, da wird mit Sicherheit der ein oder andere Aufruf kommen. Es ist kein Exploit oder Trick oder Hack oder was weiß ich, auch kein Makro oder irgendwas. Es ist lediglich im Endeffekt die Zeitanpassung an den Markt. Also der Markt besteht mit einer gewissen Zeit und ihr passt euren Computer quasi an den Markt an, um dann eben die reelle Chance, wie jeder andere auch, zu haben, dieses Item zu kaufen oder eben nicht zu bekommen. Probieren wir gerade mal, das wäre natürlich ein nicer Kauf. Natürlich funktioniert es nicht. Es ist genau das, was ich gerade erkläre. Man kriegt kein Item, man spammt Linksklick und Y und es funktioniert einfach nicht. Man denkt sich irgendwann, okay, klar, sind andere auch noch da, die jetzt genau da das Gleiche versuchen, aber ja, im Endeffekt ist das Problem, ihr seid zum Beispiel 5 Minuten später die Zeit, als eben der Markt ist und ihr habt gar nicht den Hauch einer Chance, dieses Item zu bekommen, weil ihr einfach 5 Sekunden später dran seid. Der andere kauft es und ihr seid 5 Sekunden später dran, dann ploppt bei euch das Kaufen erst auf und es ist so auch gar nicht möglich, dass es funktioniert. Und ich vermute, also was heißt ich vermute, ich habe es ja wirklich getestet, ich bin auch erst skeptisch gewesen. Es braucht auch ein bisschen Arbeit, ein bisschen Feingefühl, aber es ist echt machbar und funktioniert auch relativ gut, dass ihr quasi die Zeit an den Markt anpasst. Das machen wir jetzt mal. Ich tappe jetzt mal raus. Ich habe hier schon Fenster offen, also ihr geht unten auf die Uhrzeit, Rechtsklick, Datum, Uhrzeit ändern. Hier ist automatisch, also im Regelfall ist bei Windows 10, wenn ihr Windows 7 habt, muss ich nochmal nachgucken. Wenn ihr dann eine Frage habt, wo ihr das findet, kann ich euch auch aussuchen am anderen PC. Hier ist Windows 10. Hier ist dies normal so belegt, also dass die Uhrzeit automatisch immer festgelegt wird. Das Ganze macht ihr jetzt aus. Schließt das Ganze. Geht dann Systemsteuerung, Zeit und Region und dann hier Datum und Uhrzeit festlegen. Dann geht ihr auf Datum und Uhrzeit ändern. Dann habt ihr dieses Fenster hier mit der heutigen Uhrzeit, heutige Zeit. Das ist die Zeit, weil, auf welchen quasi euer PC angepasst ist. Und jetzt startet ihr Escape from Tarkov. Bei mir ist es schon offen. Ihr startet jetzt erst Escape from Tarkov. Und bei jedem Start von Escape from Tarkov wird quasi die Uhrzeit von deinem Rechner auf den Markt irgendwie übertragen. Also ihr habt dann quasi eure Uhrzeit auf dem Markt und das ist einfach im Regelfall nicht die richtige Uhrzeit. Das heißt, ihr tappt jetzt raus, geht hier auf die Uhrzeit und klickt einfach mal, also hier auf den Sekundenzeiger und macht mal 1, 2, 3, 4, 5 Sekunden und geht dann auf OK und geht wieder rein. Und dann immer schön rechts oben refreshen. Dann geht ihr runter, seht ihr hier, sehen wir 1 Minute 46 bis zum nächsten Auktion. Und dann kauft ihr die, also ist Linksklick Y spammen. Und es können dann drei Fälle passieren. Erstens, ihr kriegt das Item, kriegt sofort gekauft, dann habt ihr genau den Zeitpunkt getroffen. Zweiter Fall wäre, dass ihr quasi immer noch zu früh dran seid und das Item einfach nicht bekommt, dann müsst ihr wieder raustappen, macht die mal 1, 2 Sekunden dazu und probiert, geht wieder rein,
wieder refreshen drücken und dann probiert ihr es wieder und macht mit Y links Klick, spammt den Kauf. Und dritter Fall wäre, es kommt eine Fehlermeldung, 501 oder so, und sagt, der Gegenstand ist noch nicht zur Verfügung. Das heißt, ihr seid zu weit in der Zeit. Dann müsst ihr wieder ein paar Sekunden zurückgehen, also runter, zurück in der Zeit quasi. Und dann probiert ihr es wieder, so lange, bis ihr im Endeffekt on point seid und den Gegenstand kaufen könnt. Also geht wieder raus, geht auf Datum, Uhrzeit, geht auf dem Ding, macht dann im Prinzip ein paar Sekunden dazu oder ein paar Sekunden weniger, geht wieder rein, refreshed und visiert euer Item an und kauft es dann. Und wichtig ist auch immer, dass ihr immer wieder refreshed, also solange ihr den Zeitraum runtergeht, immer wieder refreshen, bis so ungefähr, ich habe es jetzt immer so gehabt, dass ich 7-8 Sekunden habe ich es nicht mehr refreshed, dann habe ich gewartet, habe kaufen geklickt und links Klick gespammt, Y gespammt und habe dann tatsächlich die Gegenstände bekommen. Also ich war baff, ich war erst so kurz vorher, war ich so am Level, boah, keine Ahnung, okay, funktioniert eh nicht oder keine Ahnung, ist wieder irgendwas dabei oder ich bin einfach zu dumm, keine Ahnung. Aber im Endeffekt hat es funktioniert. Ihr müsst immer wieder Refreshen drücken. Wie gesagt, wenn ihr zu weit seid und die Fehlermeldung kommt, dass das Gegenstand noch nicht zum Verkauf steht, ihr aber auf Kaufen klicken könnt, dann seid ihr zu weit. Dann geht ihr wieder raus, geht auf ein paar Sekunden, Datum, Uhrzeit ändern, geht auf die Sekunden und macht diesmal ein paar Sekunden weniger. Wenn es irgendwann wird, kann es auch sein, oder bei mir war es dann so einmal, dann waren die Timer zu hoch und sind dann direkt abgelaufen, also ich hatte gar keine Kontrolle mehr, dann startet einfach kurz Escape from Tarkov mal neu, zwischendurch einfach mal, dann hat es bei mir auf einmal funktioniert und wie gesagt, also ist ein bisschen Frimmelei, aber es funktioniert gut. Ich habe jetzt, wie lange habe ich dafür gebraucht? Ich würde mal sagen 10 Minuten, um das so ein bisschen pendeln und dann ging es auch tatsächlich. So, und hier sind wir jetzt im Fleamarkt. Das habe ich vorher schon aufgenommen, wie gesagt, wo ich selber getestet habe. Ich aim jetzt hier mal auf das 170.000 Rubel, 8 Sekunden, habe gerade refreshed, um die Zeit möglichst eben gleich zu machen. Und jetzt guck mal, kommt direkt automatisch gekauft und war auch gerade das günstigste drin. Also die eben, die man normal nicht bekommt, bekommt man hier. Ist jetzt auch nicht ein Garant, dass man alle bekommt. Hier kriegt man noch 1.275.000. Ich meine, man kann natürlich auch immer mal Glück haben, aber im Regelfall, wenn ihr selber da ein bisschen schon gemacht habt, ist es eher der Einzelfall. Wir aimen jetzt noch auf 1 mit 175.000. Das kriegt man da, glaube ich, auch sogar nicht. Also es kommt auch vor. Ich habe halt auch sehr gemütlich mit den Tasten gespammt. Also ich habe eben wirklich, um das zu provozieren, noch relativ langsam gemacht. Da gibt es mit Sicherheit, kann man das schneller machen und kriegt es dann auch vielleicht eher. Aber ja. Wie gesagt, es hat funktioniert. Ein bisschen bleibt mit Geduld dran. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst doch gerne einen Daumen hoch natürlich da. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr auf meinem Twitch-Kanal vorbeischaut. twitch.tv Hangemau live. Link ist in der Videobeschreibung unten. Und dann freue ich mich auf Diskussionen, was ihr davon haltet. Und ja, ich sag's nochmal, es ist kein Exploit, es ist im Prinzip nur eine Angleichung an den Markt, an die Marktzeit. Und ich denke, dass das große Problem ist. Wenn ihr einfach von der Zeit her nicht synchron mit dem Markt seid, kann das halt auch gar nicht funktionieren. Dann funktionieren die längeren Sachen, die halt auch schon länger da sind. Die kriegt man dann auch für plus minus 5 Sekunden. Und ja, die knappen Sachen eben nicht. So, dann bedanke ich mich fürs Einschalten. Gerne einen Daumen hoch da lassen, Abo, wenn ihr möchtet. Und dann viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.